Herzlich willkommen zurück zu Part 46 von Let's Play Rage. Oh shit! Oh, wie ich die Dinger gehasst hab, ne? Ich seh nix. Alter! Ja, wie soll man denn gegen die Viecher ankommen? Das war der erste. Jetzt der zweite ist dort. Das war so klar. Ich hasse die. Okay, es wird Zeit. Wachroboter. Okay, das war Nummer 2. Wachroboter, hilf mir. Ja, Wachroboter ist schon kaputt. Nein, doch nicht. Wachroboter hat noch ganz viel Leben. Passiv-aggressiv. Cool. Was ist denn das? Erreiche Dreckhills mit einem einzelnen Wachroboter. Ja. Ist ja easy hier in diesem Gebiet. Komm, lass mich mal den Rest machen. Stehen wir uns hier hin. Warte, bis irgendein Spaß hier hinkommt. Obwohl, nein, wir gehen besser zu dem Wachroboter. Obwohl, der hat auch schon mal das Maul bekommen. Halt auf! Gut. Er hat seinen Job erledigt. So. Machen sie das jetzt? Ich glaube, jetzt sind wir bei den 50. So, wo ist der Kleine? Der stand da hier noch. Ist er despawned, weil er nichts zu looten hatte, oder wie? Finde ich ja doof. Ich dachte, hier, da droppt was. Sind das Geldautomaten? Ah, das sind Geldautomaten. Sind das Mülltonnen? Ja, aber da ist nichts drin. Ah, und stellt mal vor, in so einem Geldautomat wäre so richtig viel Kohle drin, das wäre geil. So, und jetzt kommen wir wieder zurück, weil wir jetzt hier fertig sind. Warum habe ich den denn nicht gelootet? Aber das könnte sogar gut hinkommen, dass wir jetzt wirklich die 50 haben. Geschätzt. Na, also wenn ich auf die Munition gucke, sind wir natürlich nicht bei 50. Aber hey. Es waren trotzdem verdammt viele. Egal, wollen wir uns nicht weiter damit aufhalten. Wir wollen lieber wieder zurück und die Story weitermachen. Oh Gott, verdammt, ich möchte so gerne wieder zurück. Ich meine, ansonsten wäre vielleicht nicht Sallys Belohnung noch. Also, hier diese eine Quest, Sallys Belohnung. Vielleicht wäre die ja nicht... Ich könnte... Job aktivieren... Schade, jetzt würde ich dann nicht mehr hinkommen. Ja, obwohl, ich glaube, die das hier zeigt mir jetzt nur an, wo, wo diese Banditenkarren wären. Ich weiß es nicht mehr. Es ist nur scheiße. Also... Wer weiß, ob ich noch zurückkommen kann, sag mir das bitte. Weil, es wäre jetzt total kacke. Obwohl, hey, eine Karte. Das ist ja auch nicht so schlimm. Oder ist das überhaupt nur eine Karte? Was waren da noch? Ja, soweit ich weiß, nur die Karte. Sieht aus, als könntest du mit deiner Waffe umgehen. Halt die Klappe. Wenn du was verdienen willst, geh rauf zu Dietrich. Hm? Ihr habt doch immer wieder neue, ne? Warte, da lang. Hey, hallo. Hi. Du kannst sehr gut Mutanten vermöbeln. Aber Mutanten sind keine Gearheads. Wenn du ihren Weg kreuzt, wird es dir leid tun. Wer sind Gearheads? Pardon.
Ich kenne nur Gearbox. Hier, Rage wollte ich schon sagen, Borderlands. Und weil ich Borderlands so mag, mag ich wohl auch Rage, ich weiß nicht. Hey. Nicht schlecht. Die Höhle ist mutantenfrei und du lebst noch. Redstone hat den richtigen für den Job ausgesucht. Ich sag ihm, was du gemacht hast. Ja, also... Ich würde mal sagen, natürlich ist die Höhle jetzt frei, weil... Gott, ich habe wirklich alle ausgerottet, wie es mir davor kam. Also, wenn jetzt noch irgendwo ein Mutant ist, der... Hey, Meister. Was? Du schuldest Redstone immer noch was. Beweg deinen Arsch nach oben. Willst du hier jetzt aufmucken oder was? Ich habe keine Ahnung, wie viele Minigranaten, weil ich könnte die so zerschmettern hier. Ne, jetzt bewege ich mich nicht nach oben. Jetzt habe ich keinen Bock. Der hat mir das jetzt versaut. Hey. Hey, du. Du sollst ein guter Schütze sein. Ja. Hör zu, falls du Dietrich noch nicht kennst, solltest du ihn auch finden. Ich hab gehört, dass er einen Revolverhelden wie dich sucht. Ja, ja, ja. Hey, kann ich mich zu dir setzen? Ich hab gehört, dass du Jones Mutanten erledigt hast. Was, du? Achso. Hab gehört, dass du einer der aufgetauten Soldaten von früher bist. Für dich würde man viel Geld bekommen. Aber zu deinem Glück glaubt niemand, dass die Regierung auch wirklich zahlt. Okay. So, was willst du jetzt sagen? Ohne diese Mutanten hat diese Stadt Platz zum Wachsen. Das bedeutet mehr Arbeit und Platz für alle hier. Cool. Noch irgendwas? Weißt du, wir hatten noch nie viel Platz hier unten. Mit den Mutanten im Dreck und den Gearheads über uns gibt es keinen Ort, wo wir hingehen könnten. Bis jetzt. Okay, also Gearheads sind irgendwelche Spasten an der Oberfläche. Ich glaube, Minigranaten helfen da. Geh los und kümmere dich um die Banditen. Das war der Typ. Du sagst nichts. Und, warte, hier lang. Wollen wir mal gucken, was die hier wieder zu sagen haben? Huch, nur noch eine. Und du bist eh nur am Rauchen. Weil du die Mutanten aufgehalten hast, ist die Stadt sicherer geworden. Okay. Übrigens, man beginnt keinen Satz mit weil. Wenn, dann hättest du sagen müssen, die Stadt ist sicherer geworden, weil du die Mutanten bekämpft hast. Oder was weiß ich mit denen gemacht hast. Heißt sie Hope? BTF. Heißt sie wirklich Hope? Nee, die haben ja lustige Namen für ihre Kinder. Warte, hier stand doch... Hier stand doch der Händler. Wo ist der hin? Ist der jetzt hier drin? Alter. Oder habe ich vergessen, wo der stand? Nee. Der stand hier. Aha. Welchen Weg bin ich denn gerade gelaufen, dass ich den verpasst habe? Ah, ich bin da hinten rum. Okay. Bei mir gibt's die besten Deals der Stadt. Hau doch ab! Gib mir bessere Ware! Ich kriege immer noch Angebote rein, komm wieder vorbei! Nee, ich bin nicht hier lang. Ich bin hier rum. Und hab den einfach nicht gesehen, wie es aus... Ach, keine Ahnung. Mal gucken. Stimmt, ich wollte ja wiederkommen, wenn ich 2000 habe. Jetzt gehe ich erstmal zu Redstone. So. Mutanten vermöbeln ist leichter, aber da draußen gibt's Schlimmeres. Hoffentlich landest du nie im Gebiet der Jackals. Also ich meine, da lang auch nur ganz viele Security-Leute, ne, aber Mutanten vermöbeln ist total leicht. Hör zu, mein Geschäftspartner, ein Typ namens Dietrich, braucht Hilfe. Ach, er sucht jemanden, der gut schießen kann. Wenn du interessiert bist, melde dich bei ihm. Er wohnt hinter Janies Laden. Ja. Das war okay. Aber Mutanten zu verkloppen ist nicht schwer. Ja. Aber ich weiß was, was dir deinen Platz hier sichern würde. Hm. Okay, das ist meine Stadt. Aber ich muss mich um die Gears kümmern. Sie sind nichts weiter als Ödlandbanditen. Aber sie kontrollieren die Stromversorgung der ganzen Region. Und die Preise steigen. Verstehst du? Ich möchte meine Stadt aus ihrem Würgegriff befreien. Hab gehört, dass sie Feltrit mit Plutonium kombiniert haben. Wenn das wahr ist, dann können wir uns die Sachen holen und damit die Energieprobleme für lange Zeit lösen. Hier kommst du ins Spiel. Sie haben das Zeug irgendwo in einem alten Tresor in der Bank über uns deponiert. Ja. Du musst für mich in die Bank einbrechen.
Öffne die Schatzkammer und hol mir das Feldrit. Verstehst du, was ich brauche? Ich hab doch Feldrit bei. Du machst Folgendes. Du kannst zu einem Gang in die Bank gelangen, wenn du durch die alten Büros der U-Bahn gehst. Hier, nimm diesen Schlüssel. Damit kommst du in das alte Verwaltungsbüro. Ah. Dann geh einfach geradeaus und hoch. Hör auf, meine Zeit zu vergeuden und hol mir die Feldrit-Kanister. So, jetzt schließe ich dich wieder in dein Büro ein. Sack. Hat er mir jetzt Geld gegeben? Ich wette nicht. Nö, hat er nicht. Spaß. Hey. Ich habe nur das Beste vom Besten. Ich hatte gerne das. Jetzt sehen wir bestimmt voll fett aus. Stimmt nicht. Mama hat gesagt, das ist nicht fett. Dynamitbolzen, ich weiß ja nicht. Warte, wie weit geht das Geld jetzt noch runter? Okay. Nee, also die Bolzen verwende ich eh nicht, deswegen. Trotzdem vielen Dank. Wenn du irgendwas brauchst, komm zu mir. Okay. Ja, was haben wir denn? Verbesserte Verb-Selbstschussanlagen und Verb-Wachroboter. Okay, unsere normalen Sachen wurden jetzt direkt verbessert. Finde ich gut. Ja, und die Rest brauchen wir alle nicht. Ah, stimmt. Müll verkaufen. Wenn ich's nicht hab, brauchst du's nicht. Was suchst du? Also, was haben wir denn? Dann kann ich dir sagen, was ich suche. Ich brauche Müll nicht. So viel kann ich dir sagen. Warte, gucken. Zielfernrohr. Das Ding ist eigentlich scheiße, aber ich behalte es einfach mal. Bandagen. Ich weiß nicht, also... 5 sollten erstmal reichen. Ach, hier steht noch teils... da. Einstellen und Ex Teil 2. Jetzt mit Rüstung. Boah, das ist gut. Ja, Wing 6 braucht auch kein Schwein. Geh noch weg mit für nix. Stofflappen. So. Nachtblüte. Was ist das? Ich glaube nur, das ist Adrenalinzeug, aber trotzdem. Bombenauto. Ich verkaufe am besten jetzt erstmal nur Müll. Ich meine, ich weiß ja nicht, wofür ich das Ding zum Beispiel brauche. Das könnte ja auch zum Beispiel irgendein... keine Ahnung... Quest-Item sein. Der Opa wollte ja auch irgendwas. Büch. Oh, warte. Ein paar Bücher, die im Unterhang gefüllt werden. Keine Listen. Die lassen uns zum Feuer machen. Okay. Flaschen. Achso, die werden einfach gestackt. Ölfässer, eine Reihe von Benzin. Ja, Ölfässer brauche ich auch nicht. Wasserreiniger. Laut Hersteller können dieses Ding in Industriebehälter und Kristall. Okay, das ist geil. Pinkies. Brauche kein Schwein. Den Bubblekopf. Brauche keiner. Die Minen brauche ich eigentlich auch nicht. Konserven brauche ich nicht. Feldtrieb kriegst du nicht. Escortbomben. Ja, also das ist, glaube ich, ganz gut. Munition. Ich weiß nicht, was ich davon wegmachen kann. Also am besten gar nichts, weil Munition ist immer gut. Frag mich zuerst, wenn du was brauchst. Bis bald. Klar, wie viel Geld habe ich jetzt? Viel zu viel, oder? 2700, oh ja. Ich könnte mir wieder was kaufen. Egal. Jetzt. Wollen wir gucken, ob der alte Knacker wieder was hat? Ich hab immer was Besonderes natürlich zu verkaufen. Nicht. Komm öfter vorbei. Ich verkaufe immer was Neues. Ja. Schön. Leute, Dietrich, wo ist der? Da, du bist. Ja, du bist das. Ah, endlich.
Der Fremde, von dem alle reden. Hab dich schon erwartet. Sei willkommen. Erst. Wir haben ja jetzt eine neue Rüstung gekauft. Zack. Ja. Warte, wie viel Prozent haben wir denn jetzt? Einfach nur, damit ich es weiß. Gesammelte Karten. Siehst du, da habe ich, fehlen mir nur noch 10 und eine ist nämlich noch beim anderen. Ja, Zielgenauigkeit einigermaßen okay. Und 300 Mutanten. Ja, scheint, als hätten wir jetzt schon alles. Erlittener Schaden, 29.000. Überfahrene Mutanten, okay. Sprungzeit. Erzielte Field Goals, WTF, okay. Was besessen? Kein Plan. Okay. Weißt du, in meiner Chemiefabrik gibt es ein Problem. Und auf der Straße sagt man, du wärst für sowas genau der Richtige. Der Job ist kinderleicht. Meine Destillerie läuft praktisch von alleine. Du brauchst nur meine leeren Abfüllflaschen zu finden und sie in die Destillerie zu stellen. Und dann wartest du, bis sie voll sind. Einfacher geht's nicht. Aber wie gesagt, es gibt da dieses eine Problem. Unendliche Hoffnung. Wenn du die Destillerie anschaltest, werden die Mutanten es hören. Zufall. Und wenn sie kommen, musst du so lange durchhalten, bis die Flaschen voll sind. Ja, red doch noch langsamer. Glaubst du, dass du das Zeug dazu hast, das zu bewerkstelligen? Klar, wenn du mal schnell reden willst. Aha, wirklich sehr gut. Die Chemiefabrik liegt nördlich der Stadt. Wenn du wiederkommst, werde ich dir etwas sehr, sehr Wertvolles geben. Cool. Noch irgendwas? Ich brauche den Blauschimmer. Geh zur Chemiefabrik und destilliere ihn fertig. Na, okay. Ach ja, genau, hier komme ich ja jetzt rein. Nichts zum Looten. Mal kurz gucken, was hier noch so ist. Und hier geht's einfach nur ins nächste Gebiet. Jo. Okay, ich würde sagen, ich höre dann jetzt erstmal auf, weil, ja. Ja, ich weiß nicht. Ich will jetzt nicht sagen, das Spiel wird irgendwie doof, aber irgendwie wird das Spiel doof. Naja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Und ja, bis dann.